Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Herzlich willkommen aus dem Ludwig-Bölke-Haus, dem Sitz der IHK zu Schwerin. Unser Thema heute: Standort für internationale Marktführer, Unternehmen aus unserer Region. Unsere Gäste: Sabine Lohraff, sie ist Geschäftsführerin der August Hildebrand GmbH. Das Unternehmen ist der größte Kabeltrommelproduzent Europas und feierte jüngst 150. Geburtstag. Und Klaus-Uwe Scheifler, er ist Geschäftsbereichsleiter Existenzgründung und Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt bei der IHK zu Schwerin. Aus dem Ludwig-Bölke-Haus in der Landeshauptstadt Schwerin begrüßt Sie Thomas Böhm. Liebe Zuschauer, auch von mir ein herzliches Willkommen hier von der IHK zu Schwerin, direkt vor dem Schweriner Schloss an einem wunderbaren Standort. Sie haben es gehört, heute ein spannendes Thema. Es geht um internationale Marktführer hier aus unserer Region. Und was sich dahinter verbirgt, das sehen wir uns gleich mal an. Sie sitzen gleich um die Ecke, sind in Westmecklenburg zu Hause. Sie produzieren Erstaunliches, wie diese riesigen Kabeltrommeln aus Metall. Und manchmal sind es ganz gewöhnliche Dinge des Alltags, wie die schlichte Getränkepalette. Fakt ist aber, ihre Namen sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Umso weniger weiß man, wo diese Unternehmen eigentlich sitzen. Dabei verstecken sie sich gar nicht und haben auch keine Geheimnisse, bis auf die Technologien natürlich. Denn genau dadurch wurden sie zu dem, was sie heute sind, zu Marktführern Deutschland, Europa und sogar weltweit. Herr Scheifler, Sie vertreten hier die IHK zu Schwerin, also auch den Geschäftsbereich Industrie. Wir sehen es ja hier auch in unserer Dekoration. Bei diesen Unternehmen, die wir gerade sozusagen im Film mal angerissen haben, das sind ja Unternehmen, die wirklich zu den Marktführern zählen, teilweise auf dem Weltmarkt, auf dem europäischen Markt. Das macht auf der einen Seite stolz und auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch kümmern. Wie macht das die IHK zu Schwerin? Sie haben schon zu Recht gesagt, Stolz allein reicht nicht aus. Wir haben es hier bei den Unternehmen in Schwerin-Sagtan in der Tat mit Weltmarktführern zu tun. Es sind sogenannte Hidden Champions. Und wir sind in Schwerin oder anderswo einfach mal die Namen der Unternehmen aufrufen, mal fragen, die kennt kaum jemand. Und deswegen haben wir vor einiger Zeit auch ganz deutlich auch mit Industrieunternehmen dann entwickelt, Industrie braucht Bekanntheit. Industrie muss in der Nachbarschaft, in der Politik, darüber hinaus deutlich bekannter sein. Und die Verkürzung des Landes, Land zum Leben, das reicht nicht aus. Wir müssen also auch deutlich nach außen tragen, wir können auch Industrie und haben auch Industrie. Frau Lohraff, Ihr Unternehmen ist Marktführer in einem bestimmten Segment. Sie produzieren Kabeltrommeln, das für den europäischen Markt, für den internationalen Markt, auch weltweit. Wie schafft man das, zu einem Champion in dieser Liga zu werden? Ja, vielleicht kurz in drei Worten. Vision, Strategie und einmal ein gutes Team im Rücken. Das ist, glaube ich, so kurz runtergebrochen, sind das unsere Erfolgskonzepte. Ansonsten sind wir Langstreckenläufer und im Laufe des Langstreckenlaufs sind wir eigentlich unserer Strategie immer treu geblieben. Das heißt, wir sind immer ganz eng am Kunden dran. Wir schauen, was ist der Markt oder was ist der Marktbedarf bei unseren Kunden. Und so haben wir auch unsere Standorte so ausgewählt, dass wir räumlich immer sehr in Kundennähe sind und können immer mitbekommen, was der Markt gerade erfordert. Ja, Sie haben gerade 150 Jahre gefeiert, Ihr Unternehmen. 150 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wir waren von TV Schwerin dabei, liebe Zuschauer. Und was sich ansonsten noch hinter August Hildebrand GmbH verbirgt, das sehen Sie jetzt in einem kleinen Film. "2018 hat Europas größter Kabeltrommelproduzent, die Hildebrand Group mit Sitz in Schwerin, sein 150-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Erstaunlich aber war, das 1868 in Hagenow gegründete Sägewerk hat in der Tat ununterbrochen 1,5 Jahrhunderte als Familienbetrieb überdauert und kämpft heute um die Spitzenpositionen in seiner Branche weltweit. Mit 45 Millionen Gruppenumsatz, 9 Standorten in Europa, Nordafrika sowie 200 Mitarbeitern versorgt August Hildebrand die Abnehmer auf dem gesamten Erdball mit Kabeltrommeln und Spulen jeglicher Art.
Von riesigen Metallteilen für den Offshore-Bereich bis hin zu den vergleichbar bescheidenen Erzeugnissen aus Holz. Bei August Hildebrand scheint einfach jeder denkbare Auftrag möglich zu sein. Dabei ist das Unternehmen auch ein lebendiges Stück Landesgeschichte. Ja, das ist aber auch ganz großartig. Das ist wirklich hervorragend. Das kommt ganz selten bei uns vor, denn in der DDR wurde ja das alles wieder kaputt gemacht. Und die haben sich auch dort damals, haben sie sich auch in dieser Zeit, waren sie dabei. Und von daher finde ich, ist das auch großartig, dass sie das geschafft haben und dass sie danach dann auch wieder hier blieben. Das neueste Projekt von August Hildebrand ist die maßgebliche Beteiligung am landesweiten Mammutprojekt Breitband und Glasfaser. Milliarden von Euro hat der Bund für eine umfassende Digitalisierung Deutschlands zur Verfügung gestellt. Hunderte Kilometer von Kabeln sind für das Jahrhundertwerk notwendig. Für die passenden Trommeln sorgt das Unternehmen August Hildebrand GmbH aus Schwerin, eine 150-jährige Erfolgsgeschichte aus der Region. Frau Lohrauf, bleibt die Frage nach dem Standort hier in Schwerin und den Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen wie Sie hier braucht, wenn Sie von hier aus den weltweiten Markt bedienen wollen. Was sind das für Rahmenbedingungen, die Sie nötig haben? Ja, ganz klar an erster Stelle wieder, wir brauchen gute Fachkräfte, wir brauchen gute Nachwuchsfachkräfte. Ich denke, dieses Schicksal teilen wir wie mit vielen anderen Unternehmen in dieser Region. Ansonsten arbeiten wir eng mit den Logistik-Genehmigungsbehörden zusammen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Genehmigungsbehörden schnell und effizient unsere Genehmigungen für die Sondertransporte für Übergrößen erteilen. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die Behörden selber landesübergreifend effizient zusammenarbeiten. Sie sprechen das an, da gibt es noch Aufholbedarf. Da gibt es Aufholbedarf, sicher. Und zwar aufgrund der schlechten Straßenverkehrsverhältnisse und der ganzen Baustellen ist es immer häufiger sehr schwierig geworden, in relativ schneller oder kurzer Zeit eine Genehmigung für Sondertransporte zu bekommen. Und das sind unsere täglichen Probleme, mit denen wir uns gerade so rumschlagen. Jetzt kommt die IHK ins Spiel, Herr Scheifler. Nämlich Sie unterstützen die Unternehmen auch genau bei diesen Problemen. Also da ist es dann zwingend erforderlich, auch mit den zuständigen Genehmigungsbehörden vor Ort sich ins Benehmen zu setzen, auch darauf aufmerksam zu machen, dass nicht innerhalb nur des Landes Mecklenburg transportiert wird, sondern dass diese Teile auch europaweit transportiert werden. Es müssen Abstimmungsprozesse so schnell und so schlank und reibungslos wie möglich dann stattfinden. Und eine der Kernaufgaben, still und leise auch mit der Behörde zusammenzuarbeiten. Wie ist die Bereitschaft der Behörden da drauf zu reagieren und dann natürlich auch möglichst natürlich zu entbürokratisieren und Abhilfe zu schaffen? Also die Bereitschaft ist durchaus immer gegeben, aber auch dort ist es wie bei vielen anderen auch personelle Engpässe, sonstige Sachzwänge und wir müssen immer schauen, was ist dann prioritär. Wir haben natürlich viele Baustellen, aber allein an dem Brückenbauwerk Richtung Wismar hin hat man ja gesehen, über die Bahn hinweg, dass dann sehr schnell dann ein entsprechend passendes Brückenbauwerk errichtet werden konnte, sodass Langtransporte ohne Probleme dort passieren können. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Ein Unternehmen, das auch zu den internationalen Marktführern gehört, das sitzt bei der August Hildebrand GmbH direkt um die Ecke und da haben wir uns mal umgeschaut. Viele Unternehmen im deutschen Osten haben ihre Wurzeln in einer erfolgreichen DDR-Vorgeschichte. Sie gingen nicht zugrunde nach der Wende, sondern sie wurden noch erfolgreicher. Eines der besten Beispiele dafür ist das Schweriner Werk der international agierenden Prysmian Group, einer der größten Kabelproduzenten weltweit. Alles begann 1960 mit der Errichtung des Kabelwerks Nord im Vorort Sagtan. Knapp 1000 Mitarbeiter waren dort mit der Herstellung von Starkstromkabeln, Leitungen und Schiffskabeln beschäftigt. 1971 war es bereits das zweitgrößte Kabelwerk der DDR mit rund 1600 Beschäftigten. Direkt nach der Wende, 1992, hat die Siemens AG 170 Millionen D-Mark in den Betrieb investiert. 2005 erfolgte der Übergang zur Prysmian Kabel und Systeme GmbH. Mit 6 Fertigungsstätten in Deutschland ist die Prysmian Group Deutschlands größter Kabelhersteller, Marktführer und Innovationsmotor in allen wichtigen Geschäftsbereichen für Energie und Telekommunikation. Ob Kabel für Energieversorgungsunternehmen, Spezialkabel für die Industrie oder Kabel und Leitungen für die Installation, hier ist alles vertreten. Schwerin, Neustadt, Coburg, Wuppertal, Neumünster, Nürnberg und Berlin sind die Produktionsstandorte.
Ohne Prismian kein Strom, kein Telefon und kein Internet. Das Werk in der Landeshauptstadt Schwerin leistet dabei einen wichtigen Beitrag. Frau Loraf, Sie haben es bereits angesprochen, Fachkräfte sind für Ihr Unternehmen außerordentlich wichtig, gute Fachkräfte. Sie sind international aufgestellt. Was spielen da Sprachen für eine Rolle? Muss sich da jeder sozusagen zumindest in Englisch gut auskennen? Ja, also Sprachen sind bei uns spielen eine sehr, sehr große Rolle. Englisch ist bei uns ein Muss, sag ich mal. Wer global agieren will, muss heutzutage Englisch sprechen. Aber ich denke, das geht anderen Unternehmen auch so. Über die Sprache selber kann man natürlich viele Sachen auch besser verstehen. Wir haben jetzt mit unserer französischen Tochter zum Beispiel, ist eine gute Kommunikation extrem wichtig, weil wir so auch kulturelle Unterschiede lernen müssen und auch verstehen müssen. Also Englisch, wie gesagt, am besten noch eine weitere Fremdsprache, ist heutzutage absolut notwendig. Und Herr Scheifler, wie unterstützen Sie die Unternehmen genau dabei bei dem Thema Fachkräftesuche von der IHK aus, von Seiten IHK? Das ist ein weites Feld und wir müssen einfach mal schauen, in den Schulen, bei den Schülern, bei den Eltern sind zum Beispiel Industrieunternehmen kaum bekannt, in der näheren Umgebung nicht. Wir erleben es an den Hochschulen, dass Studenten, wenn sie dann fertig werden, sich oftmals anderswohin orientieren. Und genau da setzt ja eigentlich die Image-Kampagne an, dass wir also sehr frühzeitig auch darauf aufmerksam machen. Wir haben hier gute Unternehmen, gute Arbeitsbedingungen, gute Bedingungen auch zu lernen. Und was auch ganz wesentlich ist, denn Sie sprachen den überregionalen Absatz an, wir müssen es auch endlich dann schaffen, dass wir also auf uns, auf die wirklich guten Arbeitsbedingungen überregional aufmerksam machen. Nicht nur zum Urlaub herkommen, sondern herkommen auch aus anderen Nationen, um hier zu arbeiten. Liebe Zuschauer, ein Unternehmen, das wir Ihnen in der letzten Sendung schon vorgestellt haben zum Thema Ausbildung, das ist die Schöller Alibert GmbH. Die Schöller Alibert GmbH sitzt ebenfalls hier am Standort Schwerin und gehört zu den internationalen Führern im Bereich Mehrwegtransportverpackungsproduktion. Das ist ein Ungetüm, aber das lässt sich natürlich praktisch sehr gut zeigen in einem kleinen Film. Die 1-Million-Euro-Frage bei der wohl bekanntesten TV-Show Deutschlands wäre vielleicht, wo kommt die Cola-Kiste eigentlich her? Die richtige Antwort lautet, aus Schwerin. Dasselbe trifft auf die meisten Bier- und sonstigen Getränkekästen zu und überhaupt fast jede denkbare Art von Plastikpaletten von beliebiger Größe wird in der Mecklenburger Landeshauptstadt bei der Schöller Alibert GmbH hergestellt. Der ehemalige volkseigene Betrieb Plastikverarbeitung ist heute einer der Weltmarktführer im Bereich Mehrwegbehälter. Über 10 Millionen davon gehen jährlich vom Standort in Schwerin in die weite Welt hinaus. Schöller Alibert ist ein Weltmarktführer im Mehrwegverpackungsbereich. Eine schöne Frage ist immer, warum kennt man uns nicht? Weil im Prinzip über 99% der Bundesbürger hatte mit Sicherheit schon mal ein Produkt von uns in der Hand. Ob das ein Flaschenkasten ist oder andere Transportbehälter. 12 Standorte in Europa, einer in den USA, der Jahresumsatz bei knapp 530 Millionen Euro, 2000 Beschäftigte weltweit, das ist Schöller Alibert heute. Dabei ist das Schweriner Werk in Sagtan der deutsche Firmensitz. Naja, der Standort Schwerin, den gibt es mittlerweile fast seit 60 Jahren. Und dieser Standort hat große Vorteile von internen Fluss. Der hat im Prinzip genau die idealen Voraussetzungen für die Produktion. Und man muss sagen, der Standort ist ja schon zu DDR-Zeiten ein Standort gewesen mit Erfahrung und Herstellung von Transportbehältern. Und im Prinzip haben wir die Geschichte einfach weiterverfolgt. Über 60 Jahre Erfolgsgeschichte, innovative Lösungen und Top-Produkte, die zu unserem Alltag gehören. Der Name des Unternehmens allerdings in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Wer also den Millionen-Jackpot bei der wohl bekanntesten TV-Show Deutschlands knacken will, muss wissen, die Cola-Kiste kommt aus Schwerin von Schöller Alibert. Herr Scheifler, Sie leiten den Bereich Innovation hier bei der IHK. Der gehört zu Ihrem Geschäftsbereich mit dazu. Wenn man heute sich ein Unternehmen anguckt und dann natürlich Innovation, das sind ja nicht nur technische Erfindungen. Worum geht es da in den Unternehmen heute? Wie definiert man Innovation? Also
Innovation kommt ja aus dem Lateinischen von innovare, sich erneuern, Blick nach vorne zu richten. Was ist der Markt von morgen? Was sind die Anforderungen an den Markt von morgen? Was muss ich heute machen, damit ich morgen oder übermorgen eigentlich noch wettbewerbsfähig bin? Und das fängt bei den Fremdsprachenkenntnissen der Mitarbeiter an. Auch das ist ein Innovationsprozess, intern vielleicht eine Besprechung in einer fremden Sprache dann zu halten. Die eine oder andere Videokonferenz nach Frankreich. Und dann aber auch, was auch eine Achillesferse hier in Mecklenburg ist, eine deutlich engere Zusammenarbeit auch mit den Hochschulen, mit den wissenschaftlichen Einrichtungen. Da sind wir noch relativ weit hinten an im deutschen Raum. Und da kann man Unternehmen immer nur animieren, das ist nicht einfach nur Selbstzweck, sondern durch die Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen kann ich den Blick deutlich nach vorne richten. Ja, und organisieren Sie als IHK diesen Wissens- und Wirtschaftstransfer? Also wir selber haben mit den Hochschulen zusammen Kooperationsvereinbarungen. Wir finanzieren gemeinsam Technologie- und Innovationsberater. Und gerade in den letzten 12 Monaten sind bundesweit Industrie 4.0 Kompetenzzentren aufgebaut. Da können sich Unternehmen an uns wenden. Wir können ihnen dann genau vermitteln, welches Kompetenzzentrum kann ihnen weiterhelfen, auf dem Weg die Zukunft dann zu meistern. Frau Lohrauf, Sie sind Unternehmerin. Wir haben es gehört, 150 Jahre ist das Unternehmen jetzt alt geworden. Natürlich auch von dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das hat ja auch was mit Vision zu tun. Und wenn Sie 150 Jahre alt geworden sind, dann überschauen Sie ja bestimmt schon die nächsten 150 Jahre und haben da konkrete Pläne und Visionen. Ja, also ich kann es auch wieder kurz zusammenfassen. Für uns ist wichtig, dass wir immer am Markt dranbleiben, dass wir uns mit dem Markt weiterentwickeln, dass wir offen sind, dass wir innovativ bleiben. Und ja, ich denke, wenn wir das alles beherzigen, werden wir auch die nächsten 150 Jahre Familientradition fortschreiben können. Ja, Familientradition, da hake ich nochmal ganz kurz nach. Sie haben es angesprochen. Familientradition, was heißt das für ein Unternehmen konkret? Konkret heißt das, dass wir zu 100% noch im Familienbesitz sind und dass wir die Geschäftsführung und die Anteile von Generation zu Generation weitergegeben haben. Und ich führe heute zusammen mit meinem Bruder das Unternehmen in 5. Generation. Ja, und wir hoffen, dass wir dann auch mit unseren Kindern dann weitermachen können. Und da schaut man dann auch auf Nachhaltigkeit. Da geht es ja nicht nur um schnellen Profit, sondern wie gesagt um Langlebigkeit, um ganze Generationen. Sie haben es angesprochen. Das ist sozusagen Unternehmenskern auch mit. Auf jeden Fall. Und das sind dann auch Werte, die weitergegeben werden müssen. Verantwortung, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Verantwortung haben, sowohl für die Umwelt, für unsere Mitarbeiter. Das muss weitergegeben werden und ich denke, wenn wir das alles beherzigen, können wir auch von einer nachhaltigen Entwicklung sprechen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Scheifler, Frau Lohrauf. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es gehört, spannende Unternehmen hier in der Region, die international ganz vorne mitspielen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt von dieser Stelle Wachstumsregion Westmecklenburg. Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Wachstumsregion Westmecklenburg, das Wirtschaftsmagazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin.